So, meine Damen und Herren, ich bin euer Mr. Werner 1974. Und wenn wir schon hier den Hype-Train auf Twitch haben, dann machen wir jetzt das. Ich habe noch nie in meinem Leben SimCity auf dem C64 gespielt. Das ist kein Witz. Soll ich mal Unlimited Money? Nee, Blödsinn, macht ja keinen Sinn. Dann kann man es ja nicht richtig spielen. SimCity kennt, glaube ich, jeder. Aber SimCity 64 oder beziehungsweise hier C64 SimCity, es gibt ja, ne? Ich glaube, SimCity 2000 gibt es für ein N64, glaube ich, ne? Das ist die OG-Version. Das ist wirklich, damit ging es los. So. Edit Screen? Brauche ich ein Edit Screen? Wäre eigentlich gar nicht. Ach so, kann ich da kann ich jetzt was bauen, oder? Ne, ich möchte. Ne, ich möchte eigentlich aus Edit gar nicht mehr raus. Ich möchte jetzt spielen. Grafs. Ah, da ist. Okay, alles klar. Alles klar, wir haben es, 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 haben es. So. Roadmap, Power Map. Das sind die ganzen Anzeigesachen. Ich würde gerne. Oder ist das der Edit Mode? Dass man tatsächlich. Ah, okay. Okay, alles klar. Ich habe es verstanden. So, dann wollen wir erstmal roden. Wie ist eigentlich die BBC Micro-Version von SimCity? Ist die brauchbar? Ich meine, SimCity ist ja nun wirklich ein absoluter Klassiker. Ich meine, ich sage immer so schön, eigentlich müssten alle Planer, die irgendwie politisch oder sonst jetzt aktiv sind, müssten eigentlich mal in ihrem Leben SimCity gespielt haben. Aber ich glaube, die wären da ganz schnell überfordert. Weil es eben. Jo. So, warte mal. Powerlines, Water. Sollen wir erstmal. Ja gut, wir brauchen ja eigentlich erstmal Leute. Machen wir. Komm, machen wir mal so eine schöne Reihenhaussiedlung. So, und ihr braucht Power natürlich. So. Dann brauchen wir Commercials. Könnte ich. Warte mal, wir brauchen also gleich sowieso Straßen, ne? Komm, wir machen erstmal Industrie, die machen wir mal dahin. Ein Park erstmal uninteressant. So, erstmal Commercials. Quatsch, Industrie. So, Industrie braucht gleich Strom. Kriegst du auch gleich. So, dann brauchen wir Commercials. Ich mache mal so eine sehr. Gebaute Stadt. So, und jetzt wollen wir gucken. Jetzt brauchen wir. Park, Seaport, Powerplant, das packen wir mal. Warte mal, das können wir eigentlich. Warte mal, wir können eigentlich nochmal. Nein, 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 das hatte ich gar nicht vor. Ich wollte nochmal ein bisschen baggern. Der Industrie kann man eigentlich auch den. Die Power-Abteilung hinpacken. Wie? Not enough funds. Hä? Ist so dumm oder was? So. Und jetzt brauche ich mal eben Powerlines, genau. Die brauchen wir mal eben. Achso, muss man eben noch.
Nicht, dass ich gleich schon pleite bin. Was nicht ausgeschlossen ist, wenn ich mich so gut anstelle. So, der hat Strom. So, dann kriegt ihr Strom. So. So, Strom ist da. Und dann holen wir gleich, bauen wir gleich Straßen. So. So, die sind angeschlossen. Das ist erstmal schön. So, jetzt brauchen wir natürlich Straßen. Vor allem ganz lustig, das hatte mir irgendeiner gesagt, ich glaube, in dieser Version braucht keiner einen Wasseranschluss. Also, da können wir einen Airport machen. Ach stimmt, Desaster gibt es ja auch schon. Okay, das werden wir auch noch ausprobieren. So, wo haben wir es denn? Streets brauche ich mal eben. Genau, Roads. So. Die können wir hoffentlich da rüberbauen. Nein, das können wir nicht. Das ist super. Dann müssen wir jetzt mal was ganz Tolles bauen. Das gewinnt jetzt nicht unbedingt einen großartigen Preis. Und auch nicht unbedingt eine tolle Regel für Verkehrstechnik. Mein Umgang in Deutschland damit Verkehrsminister zu werden, das reicht natürlich. Also das, da braucht man nicht viel. Da braucht man wirklich nicht viel. So, zack, zack, zack. Stimmt, die kommen da wahrscheinlich gar nicht hin, ne? Obwohl, ne, doch, funktioniert ja. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Man sieht ja, sie siedeln sich an. So. Eigentlich funktioniert die Stadt jetzt schon. Gibt es hier auch irgendwo Statistiken? Warte mal, haben wir hier auch. Guck, wie kann ich denn gerade auf die. Da ist der Map-Screen. Na, den brauchen wir mal eben. Warum darf ich denn da nicht rein? Was ist jetzt los? Okay. So, da sind wir richtig. Nein! Mach mal keinen Blödsinn. Ja. Also man steuert mit Y und X. Links, rechts. Das kriegt man, glaube ich, hin. Ich begrüße mal den Silver hier bei SimCity auf dem C64. So, Straße ist klar, das ist die, die wir gerade gebaut haben. So, angeschlossen sind sie alle. Das ist also die Wasserversorgung ist tatsächlich so, das brauchen die in dieser Version tatsächlich nicht. Also hat man, glaube ich, irgendwie nicht ganz so dran gedacht. So, da ist schon die Bevölkerungsdichte, das geht aber auch noch. Verkehrsdichte ist klar, weil so viele Straßen haben wir nicht. Ja klar, Pollution, das ist der ganze Industriezweig. Kriegen wir den weg, wenn wir. Oh, das ist der Landwert. Das ist übrigens das, so sieht man auch, also das wurde schon bei SimCity eingearbeitet damals. So sieht man übrigens, wie es sieht, dass warum irgendwelche Gebäude oder Städte oder Gruppen oder Ländereien oder so teuer werden. Das kann man sich ja auch angucken. Also das kann man auch als Stadtplaner durchrechnen. Falls man sich irgendwie wundert, dass irgendwie, weiß ich nicht, in München auf einmal irgendwie 2 Quadratmeter 20.000 im Monat kosten, das kann man dadurch erklären. Das ist nicht so überraschend. Aber ich weiß gar nicht mehr, was konnte man denn gegen die Pollution tun? Konnte man da irgendwie, ich kann ja noch einen Park anlegen.
Okay, das ist die Wachstumsrate. Die soll natürlich möglichst hoch sein. Warte mal, wie sieht denn der Graph aus? Okay. Was war das? Okay. Okay. Wahrscheinlich funktioniert ja nur, obwohl mit mehreren Leuten kommt man sogar nicht zocken, oder? Egal. So, also man kann hier auch speichern. Weil ich glaube Godzilla nicht, aber Disaster gibt es tatsächlich. Das werde ich auch gleich nochmal ausprobieren. So, das Terrain-Menü kann ich mir mal angucken. Warum kann ich da nicht drin bleiben? Okay. Ach, das kann ich so editieren. Okay, gut, das lassen wir mal, das brauchen wir nicht. So. So, dann gehen wir wieder rein. 422, also was stimmt? Das haben sie gesagt, in der Version, es dauert ewig, dass man hier irgendwie zu Kohle kommt. Weil du wirklich echt nichts hast. So, ich guck mal gerade. Ich kann mal gucken, ob ich jetzt durch den... Kann ich einen Park anlegen? Ob ich dann vielleicht unsere Verschmutzung besser hinkriege? Okay, das müssen wir einmal eben kurz wegbulldozern. Zack. Können wir uns dann noch einen Park leisten? Kostet 50. So. Du brauchst kein Internet. Also, ganz ehrlich, das ist... ich habe mich dagegen entschieden, weil das verwirrt die Leute nur. So, mal gucken. Ist die Statistik jetzt damit besser? Warte mal, wir gucken mal. Nee, immer noch. Immer noch. Kann man das vergrößern? Naja, scheinbar nicht. Naja. Okay, mein Plan wäre fast aufgegangen. So, wir können ja mal kurz gucken, was haben wir denn bei Disasters? Okay, also da haben wir andere Möglichkeiten. Ihr seht das schon. Feuer, Tornado, Monster. Können wir uns ja gleich mal angucken, was das gleich ist. Und ein Erdbeben. So, eigentlich haben wir sozusagen eigentlich alles gebaut. Wir sind aber so gut wie arm. So. Könnte ich natürlich den Spaß machen. Könnte einfach mal, ich mache mal was Schönes. Ich mache mal einen Snapshot. Und mach mal einfach das im Schnellverfahren. Das ist ja das Schöne daran. Wir können ja hier mal ein bisschen Mist bauen. So. Mal gucken. Vollgas. So. Steuern wird gemacht. Ich glaube, du siehst hier auch in der Version nicht, wie viele Jahre du schon zockst oder so, ne? Das ist ein bisschen dämlich. Das siehst du in anderen Versionen natürlich wesentlich besser. Aber wie gesagt, das ist hier die OG-Version. Damit ging es los, ne? Also ich meine, wenn man sich vorstellt, ich kann ja mal gucken, was so irgendwie Wikipedia noch zu SimCity sagt, wenn ich einfach mal diesen Schnellverlauf da mache. Ich glaube, SimCity kennt jeder. Und die Version ist, wie man sieht, funktioniert. Ne? Du kommst relativ klar damit. Und da, ich gucke gerade mal, ob es das für irgendein System nicht gibt. Es gab tatsächlich, also SimCity fürs NES wurde eingestellt. Okay, das hat es nicht gegeben. Interessant.
Sonst C64, seht ihr ja, Amiga, klar, Schneider, Apple Macintosh, DOS, logisch, Spectrum, BBC Micro, wie schon gesagt, auch für den Electron, Atari ST, selbst für den FM Towns, NEC, für den PC 98, das wird wahrscheinlich der Hi-Rating Lord auch schon gezeigt haben, Sharp 68000, sogar Amiga CDTV, da weiß ich gar nicht, ob es dann eine andere Version ist, selbst eine eigene Windows-Version gibt's. Die Super Nintendo-Version finde ich übrigens richtig, richtig gut. Wenn ich das mal sagen darf, das ist überraschend richtig gut. Also falls irgendeiner tatsächlich eine Super Nintendo-Sammlung hat, und das soll ja tatsächlich Leute geben. Und du hast die PC 88, hier steht PC 98. Ende. Gut. Der Retro-Hump weiß es besser. Also da japanische PC-Systeme glaube ich ihm eher als Wikipedia. Ja. Acorn und angeblich irgendeine Wii-Version, das wird wahrscheinlich irgendwas da so gewesen sein. So. Genau, Will Wright hat das erfunden. Das, was ihr seht, ist die 1986er-Version. Ja, und es geht auch darum, das ist, also was jetzt in der Version relativ easy ist, im Allgemeinen geht es ja auch darum, um Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Umweltverschmutzung zu bekämpfen. Und man hat natürlich noch wesentlich mehr Möglichkeiten als das hier. Ich guck mal gerade, welche Bilder die hier genommen haben. So. Guck mal gerade, was haben die denn hier? Leider wird keine Maussteuerung beim C64 angeboten. Ja gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube so viele Games, wo... Also es gab eine C64-Maus, wenn ich die nicht sogar auch irgendwo noch auf Lager habe. Aber da gucken wir mal. Aber das Spiel hatte einen Software-Kopierschutz. Gut, das haben die meisten gehabt. Das ist nicht so. Ich gucke mal gerade. Also sonst ist aber eigentlich alles das, was ich euch gezeigt habe. Das Disaster-Menü, genau. Also steht hier auch als Monster, steht auch als Godzilla drin. Aber wir gucken mal. Vielleicht dürfen sie es hier auch nicht Godzilla nennen oder da ging man auf ein bisschen vorsichtig. So, wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Derzeit, wo ich jetzt gequatscht habe. 1600. Kann ich denn mit 1600 irgendwas Sinnvolles bauen? Da seht ihr auch schon, dass die Stadt vollgebaut ist. Jetzt seht ihr auch gleich wahrscheinlich die Statistiken, wenn ich sie mir gleich angucke, die gleich dann auch mit Sicherheit verheerender sind. So, gehen wir rüber. Ja, Wasser wie schon, das brauchen sie nicht. So. Ah, seht ihr, da oben, klar, logisch, da wo die Leute wohnen, da müsste theoretisch schon wieder neue Gebäude gebaut werden. Traffic geht noch, klar, die Verschmutzung ist klar, alles was Industrie ist. Und hier seht ihr natürlich, na, also das, was zwischen der Industrie und den Wohnblöcken ist, ist gerade teuer. Ne, weil ist der Commercial District, klar, ne, ist der aus dem Echten, kann man am meisten Geld verlangen. So. Rate of Growth ist super. Das heißt, ich kann auf jeden Fall, wenn ich wollte, fleißig was bauen. Was kostet mich denn ein Airport? Ein Flughafen kann ich mir nicht im Ansatz leisten. Eigentlich brauchen wir Bewohner. Eigentlich brauchen wir Bewohner. Komm. Dann ab damit. Wir können es ja nochmal beschleunigen. Ich zeige euch auch gleich die schönen Katastrophen. Das ist doch schön noch für das Video ein schöner Abschluss. Nein, aber die Version ist wirklich gut. Also das ist, auch wenn die sehr extrem minimalistisch ist, du kannst da echt Spaß mit haben. Nur man muss sich echt Zeit nehmen. Also die Version ist nicht dafür gemacht, dass man da einmal kurz durchdaddelt, weil man bekommt wirklich nach meiner Meinung zu wenig Geld. Und man hat hier auch keine Möglichkeit, also das ist auch vielleicht für die Frage, keine Möglichkeit hier an den Steuern rumzudoktern, was es in anderen Versionen ja später auch gab.
Der Heimwertung Lord. Das ist. Der kriegt hier. Der wird hier reich beschenkt mit Preisen. Kriegt hier einen Videopreis nach dem nächsten. Und das ist hier. Das ist hier die Frotzelei. So, komm. Dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. So, wir brauchen mal Wohnbereiche. Na komm, ich möchte die schon sitzen. So, bip. Strom kriegt ihr gleich. Ich verzichte jetzt einfach mal ganz realistisch auf Straßen. Denn in der Zukunft, wir wissen das, brauchen wir keine Straßen. Haben wir aus guten Filmen gelernt. So, jetzt muss ich wahrscheinlich die Ecke eben weg hantieren. Da ist, der hört jetzt einfach einmal die Straße auf. Bumm. So. Wir brauchen Powerlines. Na komm. So, ist der dann auch schon automatisch versorgt? Okay. So. Da kann ich es mir auch einfach machen, wenn ich sowieso alles kaputt mache, was man nicht machen sollte. Na komm. Upp. Und es kostet auch Geld, ne? Also das ist auch so ein Punkt. Also falsch bauen kostet Geld. So, und upp. So, ihr habt Strom. Wollt ihr sagen, ihr habt Strom. So, das wird gerade genau. Jetzt kann ich natürlich wieder ein bisschen beschleunigen. Das mache ich jetzt einfach mal. Silvert am Dienstag Geburtstag. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Jetzt so was gesagt. So, dann jetzt alle mal hier im Chat den Silver hochleben lassen. Und das auch, wenn ihr das bei YouTube seht, auch dann im Chat. Der hat's verdient. Da haben noch welche keinen Strom. Dann würden sie meckern. Dann würden sie meckern. Dann würdest du noch ein P sehen. So, der Commercial wird langsam auch richtig voll. Das heißt, ich kann tatsächlich auch wieder noch ein bisschen kommerziell planen. Dann mache ich das mal eben. Man kann natürlich auch mehrere Kraftwerke bauen, logischerweise. So, komm, weg. Ich baue jetzt noch mal ein paar Geschäfte. So, zack, 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 zack. Commercials. So. Bumm. 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 Und dann kann ich da runter, genau. So, dann gibt es jetzt Strom. Na komm. Strom. So, upp. Ach, die haben das schon automatisch. Die müssen gar nicht alle versorgt werden. Okay. Alles klar. So, jetzt können wir wieder Gas geben und dann können wir gleich, vielleicht schon gleich, uns. Kann das ja, warte mal, ich kann das ja im Speed-Modus machen. Kann ich das so steuern? Oder ist das zu gefährlich? Dass ich mir nochmal eben kurz einen Flughafen gönne. Ich glaube, irgendwie Fluss habe ich hier nicht, ne? Also, da macht irgendwie ein Seehafen nicht so viel Sinn. Aber einen Flughafen, den können wir uns doch noch gönnen. Oh, ich mach mal.
mal eben nochmal den Speed-Modus weg. Und dann gucken wir gleich mal. Dass wir uns noch eben Flughafen gönnen und nach dem Flughafen, dann kommt das, was ihr sehen wollt. Ja, man kann ja Parks wieder pflanzen. Aber sind wir noch mal ganz ehrlich, ne? Du sagst doch selber, ein Flughafen ist wichtiger als so ein Baum, ne? Denn mit Bäumen, Achtung, und jetzt möchte ich etwas sagen, was vielleicht viele gar nicht wissen, mit Bäumen kann man nicht fliegen. Mit Flugzeugen schon. Das Erschreckende ist, wenn ich so einen Scheiß erzähle, kommt bestimmt irgendeine beschissene Partei und haut das auf deren Plakat. Nee, Züge hast du hier nicht. Du hast hier tatsächlich, das ist also, damit siehst du, wie rudimentär die Version ist. Du hast hier tatsächlich außer normale Straßen gar nichts. Wenn du dir an SimCity 2000 denkst, was du alles für 50 Milliarden Optionen machen kannst, dass du ja deine U-Bahn koordinieren kannst und was weiß ich nicht alles, keine Chance hier. Ist hier nicht. Haben sie nicht. Also, deswegen. Wir gucken mal. Du siehst auch, dass es hier, wenn ich das richtig gesehen habe, dass es ja hier klassisch keine Polizei, keine Feuerwehr und was weiß ich alles gibt, ne? Das haben wir ja hier gar nicht. Also, ich bin mal gespannt, wie gleich ein Feuer gelöscht wird. Weil das ist zum Beispiel etwas, wo ich dann auch sage, ist ein bisschen wenig. So, ihr seht schon. Kohle, Kohle, Kohle kommt zusammen. Ne, so ist das richtig. So einfach geht das. Einfach ein paar Leute ansiedeln. Deswegen vielleicht mal hier so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ohne Wohnungen werden sich Leute höchstwahrscheinlich nicht ansiedeln. Kleiner Tipp in Richtung unseres Bauministeriums. Und so, wir haben 4000. Wunderbar. Schön. Zeit für den Flughafen. Upp. So. So. Den könnten wir natürlich. Sollen wir den so richtig schön. Das finden die bestimmt super. Ich packe den mal so richtig dahin. So, jetzt kann ich mal gucken. Kann ich derzeit schon Strom bauen? Oder. Warte mal, es müsste doch gehen, ne? Ist der versorgt? Ja, der ist versorgt. So, der Flughafen ist da. So, jetzt können wir uns mal Spaß haben, nochmal die Grafiken angucken. Mal gucken, wie sieht's denn aus? Da ist übrigens der Fluss, ne? Also wenn er jetzt bis dahin könnte ich jetzt noch bauen und dann könnte ich noch den Hafen machen. Vielleicht zeige ich euch das mal, aber da gibt es sicherlich eine andere Version. Du hast ja. Nee, du hast das, das ist was anderes, was du meinst mit. Du musst dann dieses tolle Twitch-Abo da machen. Dann bist du werbefrei. Und auch das ist ja, um kurz einen kleinen Wink in Richtung Zaun zu machen für die Leute, die sich Gedanken machen, es läuft zu viel Werbung und sonstiges. Wenn ihr euch die Streaming-Dienste anguckt und das, was Twitch auch sicherlich das für 24 plant, freut euch darauf, das wird nicht weniger, weil es geht darum, dass man Geld verdient. Und alles andere ist denen relativ egal, den Plattformen. Ob dir das Spaß macht, ob das gut ist, ob das sinnvoll ist, völlig egal. Wir machen's. So, das sieht aber eigentlich noch ganz gut aus. So, Zeit für Chaos. So, also, so, komm, weil ich heute in Geberlaune bin, na komm, ja, das kann ich gar nicht so auswählen, achso, ich muss erst sagen, wohin oder was, achso, gut, dann
würde ich sagen, wir fangen mal damit an. Ich würde gern. Warum darf ich denn noch nichts wählen? Moment, oder muss ich erst dann so reingehen? Nö. Warum kann ich hier kein Desaster auswählen? Interessant. Das will ich jetzt mal wissen. Darf ich das denn nicht auswählen? Menno. Frechheit. So, wie kommen wir denn von dem Exit weg? Was habt ihr denn da wieder gemacht? Das ist jetzt mich aber. Mal gucken. Ich guck mal kurz irgendwie, ob ich mal was zur Steuerung finde. Aber eigentlich habe ich doch die Steuerung jetzt gerade. Stimmt, es gab, glaube ich, auch, dass man hier. Gab es nicht auch irgendwie eine Datadiskette auf dem C64? Warte mal, ich guck mal eben kurz, dass ich mal eben kurz das Manual finde. Soll ich noch gehen? Weil das will ich euch doch versprechen, hör mal. Also bitte. So nicht. Mein Vorteil ist, man kann das schön wunderbar so laufen lassen, weil sich das alles so schön selber spielt. Aber ich will das jetzt trotzdem wissen. So. So, Handbuch ist da. Das ist ja wieder sehr sinnfrei. Als Bitmap. Ganz toll. So. Konzept brauchen wir nicht. Edit Screen. Map Screen. Genau, wie man Datendisketten anstellt, steht da auch. Jetzt erklären sie, was der Unterschied zwischen den ganzen Sachen ist. Das wissen wir. Sind wir schon auf Seite 12. Ich weiß nicht, ob sich das schon rumgesprochen hat, dass es dieses PDF-Format gibt, aber das ist ein bisschen schwierig, ich weiß. So, das ist die Verkehrsdichte, das weiß ich. Stromkarte haben wir. Deswegen, das haben wir auch. So, jetzt sind wir bei Ladenspeicher. Jetzt sind wir schon bei Seite 18. Das Terrain-Menü, dass man ja dementsprechend auch sein eigenes Ding bauen kann. Logisch, jetzt kommt die Bilder. Ich hätte gern das Desaster-Menü. Und hätte gern da geguckt, ob da irgendeine spezielle Steuerung ist. So, jetzt wird nochmal created. So, das Katastrophenmenü. So, das brauchen wir. Das Katastrophenmenü. Benötigen Sie die Größe, um die gewünschte Katastrophe auszuwählen.
Okay. Wollen wir mal gucken. So. So. Ah, da haben wir's. So. So. Lassen wir mal alles ausbrechen. Da ist das Monster. Er siehst du, ist Godzilla. Zack. Und noch ein Erdbeben. So. Dann gucken wir mal. Wie viel Chaos da passiert. Ja, klar. Logisch. Wenn es das Kraftwerk erwischt hat, ist klar, alles ohne Strom. Zack. Kann ich überhaupt noch wieder... Na, wo ist denn Powerplant? Commercial Industry. Da. Kann ich hier noch wieder einsetzen? Siehst du, kann ich mir gar nicht leisten. Das heißt, die Stadt ist jetzt kaputt. Um den Christian Lindner-Witz zu machen. Wir haben uns jetzt gerade zu Tode gespart. Aber der Flughafen funktioniert noch. Wie auch immer er das ohne Strom macht. Ja, vor allem, du hast ja auch keine Möglichkeit, hier Gebäude zu verkaufen oder sowas. Dann hast du tatsächlich mal eben kurz gemacht. aber Flugzeuge mit E-Fuels, ne? Wobei, ich glaube, bei Flugzeugen hat das noch, glaube ich, macht das, glaube ich, sogar noch Sinn, glaube ich, die Idee. Aber ich glaube, für kein anderes Fahrzeug, wenn ich das richtig verstanden habe, bei den Wissenschaftlern und nicht bei irgendwelchen Leuten, die das so schön auf Plakate kleben. Ja, das ist SimCity auf dem C64. Was ist da denn noch los? Ja, Godzilla hat Bock, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt eigentlich mal ein bisschen, ich lasse das mal wieder im Speed ran, dann stirbt die Stadt total, ne? Achso, wir kriegen tatsächlich, achso, Godzilla bleibt da, oder was? Wer zahlt denn Steuern noch in einer kaputten Stadt? Gut, das kann keiner sein, der einen Steuerberater hat. Also definitiv nicht. Du siehst, ich krieg tatsächlich noch Steuern. Ist das der Teil, der hier noch funktioniert, wo jetzt der Kühlsäure ist? Warte mal, ich kann mir mal die Tabelle angucken. Mal gucken. Ist denn jetzt unser... Wahrscheinlich ist jetzt alles ein bisschen günstiger geworden. Ja, da sind immer noch ein paar Leute da. Die halbe Stadt ist im Arsch, aber sie ist immer noch unbezahlbar teuer. Ja. 10 Gründe, warum man den Banken nicht vertrauen sollte. Lifehack. Das ist klasse. Nee, aber wie gesagt, SimCity, großartiger Titel. Und das war tatsächlich mein erster Versuch mit SimCity auf dem C64. Tatsächlich. Ich glaube, ich habe das immer ewig... Ja, gut, wenn du es vom Bauland siehst, dann mag das ja sein, aber die Preise steigen ja hier in SimCity logischerweise nach dem, wie Nachbarschaft aussieht, wie die Anfragen ist. Ne? Das ist klar, also wenn du natürlich genug Geschäfte hast und genug Industriezweige, dann wollen die Leute sich niederlassen, weil ne, geringerer Weg zur Arbeit, besseres Leben und dann steigen die Preise. So funktioniert das ja eigentlich, aber wie schon gesagt, ich will nicht ausschließen, dass du nicht der Mann auch noch recht hast. Also alles platt, wir können neu bauen, neues Bauland. Ja, trotzdem, SimCity auf dem C64 großartig. Ich habe selber immer, ich glaube, die DOS-Version habe ich, glaube ich, zelebriert bis zur Ewigkeit. Ich glaube, auch die meisten.
Ich kann euch mal bei Gelegenheit auf jeden Fall die nach meiner Meinung wirklich großartige Super Nintendo-Fassung zeigen. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die werden immer scharlachrot, wenn sie irgendwie Nintendo hören. Aber die Super Nintendo-Fassung von SimCity ist großartig. Ist vielleicht, das ist jetzt wieder ein Part für den Hyrule Lord, aber ich glaube, ist fast einer der besten SimCity-Versionen von allen. Die ist richtig, richtig gut. Und ja, aber trotzdem, gut. Und ihr mit Sicherheit auch nochmal weitere Teile davon zeigen. Und von der Sims-Reihe brauchen wir nicht sagen, was es da noch alles gibt. Aber ganz toll. Also ja, kann ich nur jedem empfehlen. Großartiger Titel. Und das ist hier wirklich die OG-Version, wie die Fortnite Generation das so schön nennt. Und ja, da kann man nicht viel falsch machen. Und was hat dann eigentlich, ich guck mal gerade, das interessiert mich mal eben. Steht das, kriegt das, gibt es hier so einen Link? Warte mal, gibt es da bestimmt. Was hat denn Will Wright als nächstes dann gemacht? Was hat er denn dann? Aha, auf dem C64. So, das können wir uns mal schon mal. Gehören noch einige SimCity-Nachfolger. Was haben wir denn? Was, ja gut, Raid on a Bugling Bay ist natürlich auch großartig. Das ist ja auch von Will Wright. Und Raid on the Bugling Bay ist ja sozusagen die Grundlage von SimCity, weil das ist die gleiche Karte. Ich kann aber mal trotzdem gucken. Gab's denn? Warte mal. Ich kann ja mal eben kurz als Rauschmeister noch gucken. Was haben wir denn von der klassischen Sim-Reihe auf dem C64? Das weiß ich auswendig nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr merkt, Ehrlichkeit, das hat mit Politikern schon nichts zu tun. Das geht gar nicht. So, was haben wir denn? Gar nichts? Gab es nur SimCity? Okay. Sonst die Reihe, ne? Na, nicht nur SimCity 2000, SimAnd, SimEarth, SimGolf gibt es ja auch. Ja, also, wie gesagt, laut dem Ding hier tatsächlich nichts. Ich kann ja mal gucken. Was sagt denn Lemon? Lemon 64 mit Sim. So, erzählen wir mal ein bisschen was. So, gucken wir nach Maxis Games. Ja, tatsächlich. Nur SimCity. Jo. Simsalabim. Ja, ist auch. Vorsicht, sonst kommt gleich wieder irgendein Magier und verklagt dich. Also. Soll ja da Leute gewesen sein in der Vergangenheit, Grüße an Nintendo, die vielleicht nicht ganz so humorig waren. Nein, aber trotzdem, SimCity, klasse. Ich kann ja mal, das kann ich ja kommen, was kostet die Welt? Das können wir nochmal eben als Information hier rausholen. Maxis ist ja, glaube ich, auch mittlerweile EA, ne? Das ist klar. So, also nach SimCity kam in der Reihenfolge SimEarth, SimAnd, das war das mit den Ameisen, SimLife, A-Train ist auch von denen, klar, das ist das mit den Eisenbahnen, SimCity 2000, SimFarm sagt mir gar nichts mehr, sagt mir echt nichts mehr, SimTower, das war das mit den, klar, Nachfolgewörter von den Gebäuden, SimIsle, weiß ich auch noch. Ich glaube, SimTown war, glaube ich, irgendwie SimCity für Kinder oder sowas, ne? SimCopter war dann das, glaube ich, da konnte man in den Welten, die man selber mit SimCity 2000 gemacht hat, glaube ich, mit dem Flugzeug auch noch rumfliegen. SimTunes, SimPark, SimSafari sagt mir gar nichts mehr. 1997 wurden sie dann von EA geschluckt. Großartig. Und ja, SimCity 3000 war noch okay. Die Sims brauchen wir nicht davon. Es ist ja, was damit passiert ist. SimCoaster? Boah. Haben die einen Rollercoaster gebaut? Also einen Rollercoaster Tycoon? Das kenne ich auch nicht mehr. SimGolf, das kenne ich tatsächlich noch. Dann SimCity 4. Das war das. Nee, das war nicht. Das war noch nicht. Ich glaube, SimCity 4 war noch das okay, ne? Das war noch nicht das Schlimme. Sims, klar. Spore war unter aller Sau, das braucht keiner und ich Trottel hab das am Tag 1 gekauft, weil ich ein Vollidiot bin.
Darkspore sagt mir gar nichts. Ja, dann kam 2013 das SimCity. Oh Gott, ganz schlimm. Und 2015 ist dann Maxis oder das, wie sie dann später hießen, komplett geschlossen worden. Ja. Nochmal vielen Dank an EA. Danke. Falls sich irgendeiner nochmal bedanken will bei dieser doch so Firma, die kaum Firmen kaputt macht. SimCoaster ist eher Theme Park Manager? Okay, gut. Ich glaube, ich kenne das tatsächlich nicht. Ich hab schon wieder eine Bildungslücke mehr. Ich sag doch. Ich mach diese Streams eigentlich auch nur, damit ich auch endlich mal was lerne. So, das war SimCity auf dem C64. Großartiger Titel. Will Wright. Großartig und legendär. Ich kann ja mal gucken, ich glaube, der hat noch wesentlich mehr verbrochen, ne? Warte mal. Wir haben noch auch die englische Wikipedia, die ist doch manchmal immer besser. So. Boop. Der hat nach angeblich nach Spawn nichts mehr gemacht, hat er die Schnauze voll gehabt? Ich meine, wir auch, aber. So, Will Wright, Game Designer, englische Wiki. Da, der ist nämlich noch dran. Was ist denn Proxy? Was ist denn Proxy für ein Ding? Ein Mobile Game. Ja, bravo. In Achtung und noch damit das noch besser wird, in Zusammenarbeit mit Unity. Ganz einfach. Theme Park Manager heißt was bei uns? SimCoaster in den USA? Okay. Okay, gut. Mag sein. Das kenne ich, ich weiß gar nicht. Aber es ist nicht das übliche Theme Park, oder? Weil das übliche Theme Park ist doch vom Bullfrog, ne? Egal. Wir kriegen das schon hin. So, trotzdem. SimCity, C64. Gut, Tipp. Tut's euch an. Und ich glaube, eine schlechte SimCity-Version gibt's auch, glaube ich, nicht. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten und seid live dabei, weil das ist immer cooler. Da labert der Trottel wesentlich mehr. Und das hat Vorteile.